Bags are still here. Bags. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ich mache nur ein schnelles Update-Video, da ja morgen am Mittwoch ist das, glaube ich, der Stream von Naughty Dog ist, wo sie den neuen Uncharted 4 Patch herzeigen wollen. Ja, das heißt, der neue Content wird dann morgen im Stream hergezeigt und ihr wisst ja schon, was alles kommt, also neuer Spielmodus, Waffen und so weiter. Also ein paar kleine Änderungen für den Uncharted 4 Multiplayer. Aber ja, eigentlich wollte ich ja noch drüber sprechen, jetzt abseits des neuen Uncharted 4 Contents, habe ich mir letztens Paragon runtergeladen, das ist ein neues Spiel, das gibt es im PlayStation Store, kann man sich einfach runterladen und gratis spielen. Also ist voll free to play und ist eben ein MOBA und ja, ist einfach extrem geil. Die Grafik ist extrem geil und es bietet so viel Abwechslung, ist eben ein teambasiertes Spiel. Ihr kennt ja alle MOBA, sowas wie League of Legends. Und es ist in der dritten Person, was ich extrem geil finde. Und ja, wie gesagt, ich habe mir das einfach downgeloadet, angefangen zu spielen und es macht einfach übelst Bock. Und seitdem ich das angefangen habe zu spielen, habe ich überhaupt keine Lust mehr auf Uncharted 4. Was daran liegt wahrscheinlich, dass in Uncharted 4 nichts Neues passiert und es dort eigentlich keine Abwechslung gibt in dem Spiel. Ja. Jetzt mal verglichen mit Paragon. Die haben jetzt gesagt, sie bringen alle 3 Wochen einen neuen Helden raus. Die machen jede Woche ein Update, einen Wochenrückblick, was sie verändern wollen, was sie verbessern wollen. Es gibt jetzt schon sehr viele Helden, die sich alle unterschiedlich spielen. Dann gibt es ein eigenes Kartensystem, wo du deine Decks zusammenstellst und so deine Klasse aufbaust. Und ja, ich weiß nicht. Das Spiel ist jetzt in der offenen Beta und man kann es gratis spielen und hat jetzt schon 10-mal so viel Umfang geschätzt wie Uncharted 4, was ein fertiges Spiel ist. Und ja, das ist schon, macht mich schon etwas traurig, weil ich einfach Uncharted 4 überhaupt nicht vermisse, wenn ich Paragon spiele zum Beispiel. Also ja, Uncharted 4 ist so schnell vergessen, wenn irgendein neues Spiel daherkommt, das ist unglaublich. Hätte ich auch nicht gedacht, ich bin jetzt gar nicht im Hype eigentlich für den neuen Patch, der morgen dann hergezeigt wird, weil ja, Uncharted, ich meine, die neue Season hat angefangen, da habe ich gespielt, bis ich Master war, dann war es etwas lustig, aber dann nach der Zeit ist einfach nichts Neues mehr da. Warum soll ich Uncharted 4 eigentlich noch spielen? Ich verstehe es nicht. Es gibt eigentlich nichts mehr, was man erreichen kann, außer Level 70 und da ist auch etwas langweilig zum Leveln. Wie gesagt, ja, ich spiele jetzt gerade Paragon, im Hintergrund seht ihr die Trailer und so. Und ich würde halt mal sagen, einfach wenn ihr Bock habt, könnt ihr das Spiel downloaden, ist komplett gratis. Und können wir gemeinsam zocken, wenn ihr wollt, weil ich werde das sowieso jetzt noch spielen. Was auch super ist, man kann dieses Spiel PlayStation 4 und PC crossplayen. Also wenn ihr am PC spielt, könnt ihr mit PlayStation Freunden und so zocken. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn wir da 5 Leute zusammenbekommen und etwas spielen können. Wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, ja, natürlich mache ich ein Video über den neuen Uncharted 4 Patch. Werde ich natürlich sagen, wie ich den finde. Ich werde ihn auch spielen natürlich. Aber ja, wie gesagt, Paragon hat mich jetzt mehr begeistert und ich werde wahrscheinlich bei dem Spiel bleiben jetzt, weil es einfach cool ist. Würde mich interessieren, ob irgendjemand von euch auch das Spiel schon ausprobiert hat. Und ja, schreibt mal rein in die Kommentare, ob ihr es ausprobieren wollt, ob ihr es ausprobiert habt, wie ihr es findet. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ich werde über das Spiel eigentlich generell gut sprechen. Natürlich, wenn Naughty Dog irgendeinen Scheiß baut, werde ich das auch ansprechen. Ich bin schon kritisch. Aber nur, dass ihr wisst, hier auf meinem Kanal werde ich eigentlich positiv über das Spiel reden, weil es mir Spaß macht. Ja, und ich möchte es einfach auch so fortführen.